jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz besonderen Dame. Sie war schon ein paar Mal hier und immer wenn sie hier im Waschsalon ist, dann verzaubert sie hier alle. Und ich freue mich sehr, hier zu begrüßen. Hier ist Fee Badenius. Danke. Schön. Anfang des Jahres habe ich mir vorgenommen, 3 Kilo abzunehmen. Jetzt fehlen nur noch 5. Aber das liegt daran, dass mein liebstes Hobby halt Essen ist, weil Essen kannst du halt immer und überall, zu jeder Zeit. Du brauchst keine Ausrüstung oder irgendwas anderes. Du kannst einfach jederzeit loslegen. Und ich esse auch meistens alles, also Veganer, die essen ja kein Huhn, weil da Ei drin ist. Heutzutage ernähren sich alle so gesund, nur ich sehe ein Ferkel und mir läuft das Wasser in den Mund. Ich finde es so schwer, ein Vegetarier zu sein. Nein, für mich kein Schnitzel. Nein, danke, nein, auch kein Fisch. Nein, ich mein, es sei denn das Schnitzel. Hatte eine schöne Kindheit. Ich wär so gerne lieb zu allen Tieren. Nur warum hat Gott sie so lecker gemacht? Ich weiß, ich sollte mich genieren, doch ich denke an Serrano in der Nacht. Ich gebe zu, ich habe Fleischesslust. Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich hab halt manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, dass Wurst aus Tieren ist, das hätte ich gerne ungewusst. Ich sehe in ihre Augen und schäme mich zurecht. Doch unterdrückt krieg ich es nicht. Was riecht hier so gut? Was kann das sein? Na rate mal, ein totes Schwein. Ich vollzieh auch keinen Beischlaf mehr. Ich lass mich nur bestäuben. Und bevor ich in ein Würstchen beiße, lass ich es betäuben. Und frage, gibt's dich am Schnitzeltag? In der Kantine oder war das deine Cousine? Ich gebe zu, ich habe Fleischesslust, Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich hab halt manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, dass Wurst aus Tieren ist, das hätte ich lieber ungewusst. Ich hab den festen Willen, ich bekomme das hin, weil ich sonst eigentlich ethisch ganz in Ordnung bin. Aber der Geist ist willig und das Fleisch ist zart. Vegetarisch leben ist so hart. Und manchmal erwisch ich mich im Sommer im Stillen, wie ich mir wünsche, nicht immer nur Gemüse zu grillen. Dann überkommt mich Fleischesslust, Fleischesslust. Ich bin mir dieser Peinlichkeit bewusst, doch ich hab halt manchmal Fleischesslust. Fleischesslust, Soja bringt leider keinerlei Erleichterung. Salami alaikum. Vielen Dank. Hey, Badenius. Fee Badenius!